Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, bei einem 6-Punkte-Spiel, was den Abstieg, sprich Relegationsplatz in der Bezirksliga Süd betrifft. Union Thalheim empfängt SV Krengelbach. Ja, und in dieser Klasse, da sind ja ab Platz 4 alle Vereine gefährdet, noch in den Abstiegstrudel, sprich vielleicht noch auf dem drittletzten Platz zu landen, der ja Relegation bedeuten würde. Also für unser Sechserspiel natürlich ganz klar, weil wenn wir jetzt zu Hause verlieren würden, da muss man dann schon viel aufholen. Aber für uns gibt es natürlich nur ein Ziel, das ist zu Hause gewinnen, als heimstärkste Mannschaft. Und für unsere Zuschauer müssen wir sowieso gewinnen. Wir geben wieder unser Bestes, dass wir wieder Punkte machen und dass wir eben bei der Vierer immer wieder kommen. Wie tut man sich als Aufsteiger in der Bezirksliga Süd? Viele sagen immer, man tut sich recht einfach eigentlich das erste Jahr. Man hat es aber gesehen, ja, es ist doch nicht so einfach. Man hat dann immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der Aufbauzeit passt alles. Dann, wie gesagt, einer von uns, der Wülsberger Harald, hat sich dann wieder kurz vor Meisterschaftsbeginn. Und mit sowas muss man halt auch immer rechnen. Aber wir haben eigentlich einen großen Kader und von dem her können wir das auch verkraften. Wenn die 22 Aktiven heute wirklich fit sind, dann hat das vielleicht mit dem Matchsponsor zu tun. Das Medifit ist ein medizinisches Training- und Fitnessstudio. Es ist so, dass bei uns hochqualifizierte Trainer vor Ort sind, die unter der ärztlichen Leitung von Dr. Ecker tätig sind. Das sind hauptsächlich Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten und staatlich geprüfte Trainer. Der erste Schritt ist die sportärztliche Untersuchung, bei der dann einmal der Ist-Zustand erfasst wird. Weiters ist so, dass der individuelle Trainingsplan durch die Trainer erstellt wird, anhand von der Auswertung und von den Wünschen, Zielen und auch von dem Beschwerdebild abhängig. Durch den intelligenten Schlüssel wird das Training erleichtert und die Übungen werden kontrolliert und auch natürlich korrigiert. Alles findet man auch auf der Homepage unter www.medifit.at. Überzeugen wir uns also persönlich, wie fit die 22 Akteure bei diesem Spiel Union Thalheim gegen SV Krengelbach sind. Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Medifit in Thalheim, www.medifit.at. Topfit und vor allen Dingen erfolgreich sind schon nach 3 Minuten die Heimischen. Eine Traumkombination, Marincic-Schwarzl-Müller schließt Besnik-Ibrahimi kaltschnäuzig ab. Thalheim führt gegen Krengelbach mit 1:0. Nach einer Viertelstunde Freistoß für die Gäste. Götzenberger führt aus und in der Mitte verfehlt Hochmeier das Leder nur um Zentimeter. Gleich 3 Ausgleichsmöglichkeiten in Serie hat Krengelbach in der 33. Minute. Zuerst scheitert Eichhorn an Thalheim-Keeper Wildberger, dann knallt Wimmer das Leder an die Stange und auch beim Distanzschuss von Neunteufel fehlt nicht allzu viel. Thalheim nach gutem Beginn jetzt in der Defensive, kommt durch Konter zu Möglichkeiten. Nach Hagmeier-Flanke rutscht Schwarzl-Müller in Minute 40 um Zentimeter an der Kugel vorbei. Das ist es dann in Hälfte 1. Thalheim führt gegen Krengelbach mit 1:0. In Hälfte 2 dauert es bis zur 60. Minute, ehe Zeigenswertes passiert. Robert Götzenberger setzt sich rechts kraftvoll durch, dann der scharfe Stangler. Zu scharf allerdings für Bruder Jürgen Götzenberger. 5 Minuten später Freistoß für die Gäste. Robert Götzenberger schlägt die Kugel aufs lange Eck. Dort wartet Markus Neunteufel, vergessen und verlassen von den Thalheimern. Sein wuchtiger Kopfball bringt den Ausgleich. Thalheim 1, Krengelbach 1. Thalheim taucht in Hälfte 2 nur mehr sporadisch vor dem Gästetor auf. Und auch dann gibt es kaum eine zwingende Möglichkeit. Viel hochkarätiger da die Chancen der Krengelbacher. Nach einer Traumflanke von Holzinger übernimmt Robert Götzenberger Wolle. Dass Thalheim im Spiel bleibt, verdanken sie ihrem Goalie Wildberger. 10 Minuten vor dem Schlusspfiff muss Neunteufel den Aufsteiger in Führung schießen. Tut es aber nicht, da die Thalheimer das Leder vor der Linie wegkratzen. Dann die 82. Minute. Neunteufel wird ideal freigespielt. Ob abseits oder nicht, können auch wir nicht auflösen. Auf jeden Fall eine ganz enge Geschichte. Neunteufel weiter zu Thomas Holzinger und der macht das 2:1 für Krengelbach, das aufgrund des Spielverlaufs in der Zwischenzeit hoch verdient ist. Danach kommt viel Hektik auf. Viel zu viel Hektik. Die Heimelf wirft die Nerven weg.
Roland Ulrich insultiert einen Zuschauer und sieht vom guten Schiri Thomas Knappich zu Recht den roten Karton. Da steht dem Thalheimer wohl eine längere Sperre ins Haus. Thalheim verliert nicht nur Ulrich durch Rot, sondern auch dieses 6-Punkte-Spiel gegen Krengelbach mit 1:2. Die Interviews nach diesem Bezirksliga-Süd-Derby. Wir können auch Danke zu unseren eigenen Fans sagen, die von Anfang an den Schiedsrichter leider in die falsche Richtung gedrängt haben. Und wir haben uns davor als Mannschaft leider anstecken lassen. Und ich würde mal sagen, das war eine bittere Niederlage. Aber sie war gerechtfertigt. Vor allen Dingen wird es eng. Jetzt wird es eng, ja. Also ich habe es gesagt heute, das ist ein 6-Punkte-Spiel und das wird wirklich eng. Aber jetzt heißt es Vollgas geben, voll trainieren wieder und aufs nächste Spiel zu arbeiten. Dass wir natürlich so einen Start erwischen, ist sensationell. Aber wie es so schön ist, wenn man mal auf der Welt ist, dann bleibt man oben. Und die Mannschaft hebt auch nicht an jetzt. Also wir spielen kompakt weiter, wir wissen, um was es geht. Weil wir wissen, in der Liga ist jede Partie eine Entscheidungspartie. Aber ich hoffe, dass es so weitergeht. Dieses Spiel wurde Ihnen präsentiert von Medifit in Thalheim, www.medifit.at. Gerade bei Mannschaftssportarten ist die Verletzungsgefahr relativ hoch. Dadurch ist ein gezieltes Training unausschließbar. Das heißt, nach Verletzungen sollte man schauen, dass man gezieltes Aufbautraining macht, um die Gelenke zu stabilisieren und um eine optimale Kraftentwicklung zu erreichen. Und da können wir natürlich mithelfen.